Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie im kommunalen Kino oder im Kino des Deutschen Filmmuseums begrüßen. Kommunales Kino gibt es nicht mehr, ich komme da gleich noch drauf. Im kleinen Kreis, aber im feinen Kreis auf jeden Fall. Die, die nicht da sind, wissen nicht, was sie versäumen, offenbar. Jonas Mekas hat mal vor vielen Jahren gesagt, und wenn nur ein einziger kommt, und der hat was von dem Abend, dann ist es wichtig, dass man die Filme zeigt. Das letzte Mal, dass, und deswegen kam ich eben aufs kommunale Kino, Filme von Hans-Peter Böfgen bei uns liefen, das war, wenn ich mich richtig erinnere, Ende 1980. Das war noch im Historischen Museum. Damals war es eben noch das kommunale Kino. Und das war meines Wissens die erste Retrospektive seiner Filme. Ja, stimmt, ja. Stimmt, Da liefen so 1980. 5 oder 6 Stück. Und seitdem liefen hier in diesem Haus aber eigentlich kaum noch welche. Und deswegen dachten wir, es ist mal wieder Zeit Dabei mit habe ich einer so viele Auswahl. gemacht. Noch sehr viel mehr, als in den nächsten 4 Tagen hier laufen werden. Genau. Also ich darf Ihnen Hans-Peter Böfgen vorstellen. Und er wird, ja, genau. Und er wird noch ein paar Worte vorher sagen, dann laufen die Filme und wenn es irgendwelche Fragen, Kritik, Lob oder was immer hinterher gibt, dann steht er Ihnen zur Verfügung. Ja, habe ich gesagt. Ja, also guten Abend. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Oder? Ja, ja, also wir haben der Walter, Raffaele und ich, Umfall gibt es ja nicht mehr. Also das existierte bis 2009. 2009 ist der Walter Raffaele gestorben und alle Umfallfilme haben der Walter und ich ja alleine gemacht. Es war einmal ein Mann dabei, der heißt Hermann Feuchter. Das war das einzige Mal, dass bei den 35 oder 40 Filmen, weiß keiner, wie viele es sind, überhaupt mal jemand dabei war. Also wir haben Kamera gespielt, geschrieben und alles. Und die drei Filme, also Walter Raffaele ist 2009 gestorben und seitdem gibt es keine Umfallfilme mehr, also haben wir nichts mehr natürlich gedreht. Und das Programm von heute, also es sind drei Filme, wollte ich kurz erklären. Also es gibt am Samstag nochmal ein Programm und nächstes Wochenende nochmal zwei Programme. Und morgen Abend gibt es in der Robert-Mayer-Straße in dem Ex-Umfall-Studio eine Ausstellung mit Umfallbildern von Hermann Feuchter, einem noch nie gezeigten Video, wo Walter Raffaele in Wien mit seine Gedichte sind ja zum Teil vertont worden, die er singt bei einer Veranstaltung in Wien. Und was wollte ich sagen? Also ja, die drei Filme von heute. Der erste heißt Rotspan. Der Titel ist zustande gekommen, weil das Malsehen den Film zeigen wollte und fragte, wie heißt der? Wir müssen das Programm drucken. Dann habe ich gesagt, ja, der heißt Rotspan. Und dann haben wir nachher gesehen Rotspan und dann haben wir den halt Rotspan genannt. Die zweite ist Meier-Serie. Das ist also als ich den Walter kennenlernte und ich fand ihn so einen wahnsinnig tollen Schauspieler, habe ich gesagt, du musst jetzt im nächsten Film alles spielen. Und dann wollten wir eine Serie, Familienserie machen. Und das ist der Pilotfilm zu dieser Familienserie. Das ist der erste Teil. Der dritte Film ist, glaube ich, unser vorletzter Film. Der ist 2008 oder 2009 gedreht. Und ich fand den wichtig, weil der so ein bisschen über unsere Arbeitsweise erzählt. Und die anderen Programme, die sind dann nicht so didaktisch. Was heute ist auch nicht didaktisch. Auf jeden Fall viel Spaß und viel, bitte weitersagen, dass der beim nächsten Mal wieder so voll wird wie jetzt. Danke. Viel Spaß. Ja, noch eine gute Frage. Ja, und der zweite Film, den alle so bedauert haben, dass er so kurz war.
Ich wollte halt so einen kleinen Querschnitt zeigen heute, deswegen habe ich das Programm so gemacht. Der dauert 50 Minuten und vielleicht kann man den anderswo mal sehen. Aber das war mein Gedanke dahinter, dass ich heute für Leute, die UMFA gar nicht kennen, so ein bisschen das mal vorstelle. Ja, und ja, also bei dem dritten Film, wie gesagt, gibt es ein Drehbuch, haben wir in Filmförderung eingereicht und auch nie Geld bekommen. Und bei der schönen Müllerin, die wir, für die wir auch kein Geld bekommen haben, die haben wir dann 2 Jahre später bei Walter in der Wohnung gedreht. Und das ist auch, glaube ich, sehr gut, dass wir kein Geld bekommen haben. Also wenn ich den Film mir jetzt anschaue und der läuft am Samstagabend, die schöne Müllerin. So. Also ich kann sowas überhaupt nicht kritisieren, weil ich das einfach immer wieder so gut finde. Die Tatsache, dass aus wenigen Dingen so viel entstehen kann, also Bastelarbeiten, ja, das ist doch göttlich. Ja, gut, machen, auch machen, alle machen. Ja, was kann ich denn noch erzählen? Ja, wir haben dann auch viel am Theater gearbeitet. Wir haben, also wenn der Walter heute dabei gewesen wäre, dann hätten wir haben das manchmal bei Kinovorführungen so gemacht, dass wir einen Live-Film vorher gezeigt haben. Das heißt, wir waren hinten in der Vorführkabine und haben einen Film gemacht, der 1:1 übertragen wurde. Und die Leute dachten manchmal, das sei ein Film. Nur wenn wir dann gesagt haben, ja, der Dieter in der zweiten Reihe, dann haben die Leute geschutzt. Aber das haben wir mehrfach gemacht, so in Kinos. Oder wir haben dann so Diskussionen, so ähnlich wie jetzt gemacht. Wir haben die Diskussion aber vorher schon aufgenommen. Also das hieß dann die Erklärung des Werkes. Und wir haben schon vorher alles aufgenommen und haben das nur nachgesprochen. Das hat auch lange niemand gemerkt. Also bis man dann immer zwischendurch Bier getrunken hat. Also, naja, was soll ich noch Tolles erzählen? Wo wir die Filme gezeigt haben, also im Norden angefangen, im Kampnagel. Also wir haben auch immer eine Live-Performance gemacht. Im Schauspielhaus, in Hannover, in Kunstdings, in München, Kammerspiele, in Zürich, Schauspielhaus, in Innsbruck, in keine Ahnung. Also es ist schon eine Zeit lang viel gelaufen. Mannheim haben wir die längste Umfallnacht der Welt gemacht. Das dauerte 3 Tage. Da standen überall Betten und mit Zahnpasta und Handtüchern. Und es ging, also wir haben tagsüber auch Filme gedreht, die wurden abends gezeigt. Es ging 3 Tage durch. Das war auch eine schöne Veranstaltung. Und in Mannheim haben wir auch mal inszeniert, Der Bauer als Millionär. Haben wir auch alle 13 Rollen zu zweit gespielt. Und ja, das wurde schon, also in Frankfurt, meistens nur in der Robert-Meyer-Straße. Die Kinos hatten da nicht so, haben sich nicht so dafür interessiert, dachten wir. Mal sehen, ja, mal sehen, anfangs haben wir mal sehen immer was gezeigt, ja, das stimmt. Ja, das ist echt, ja. Kannst dich dran erinnern. Ah ja, gut. Ja, dann haben wir ungefähr jedes Genre uns vorgenommen, vom Cowboy-Film bis zum Märchenfilm und so. Und hatten noch ganz viele Filme in der Schublade. Okay. Ja, das ging ja ganz plötzlich. Ja, so war's. Okay, und dann sehe ich euch alle wieder. Es
Samstagabend um 22 Uhr. Später ist es auch besser, dann kommen die Filme immer ganz gut. Also es ist auch unsere Erfahrung. Deswegen, du wolltest doch das um 8 Uhr alles ansetzen, habe ich schon noch gesagt, lieber 22.30 Uhr. Ne? Doch, ist umgekehrt. Ja, stimmt. Danke übrigens. Ja. Ja, doch, das war gut, aber. Okay, dann was wolltest du noch sagen mit dem Mikrofon? Nichts, ich bekam das so überreicht. Gut. Probe, Test, 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 Test. Ich schließe mich nur noch mal dem an, dass ich hoffe, Sie alle in 2 Tagen wiederzusehen. Danke.